Was geht ab, meine Z-Fighter, Osiria? Und im Format Underrated schauen wir uns unterschätzte Charaktere an mit ihren Teams. Dazu gehört ganz klar Super Saiyan 3 Broly, obwohl Super Saiyan 3 Broly selbst und sein Team ein... Das sind richtige Monster, das werde ich euch gleich zeigen. Aber warum ist denn das Ganze so, beziehungsweise warum treten sie das ganze Format mit Underrated? Da gibt es ja schon ein paar Videos, wie gesagt. Da nehme ich auf jeden Fall die Charaktere her, die man am wenigsten benutzt, aufgrund was auch immer. Wir werden darauf eingehen. Und dann werde ich euch zeigen, dass man sie eigentlich nicht unterschätzen sollte und dass sie eigentlich wirklich gut sind. Dazu gehört auch wirklich das Extreme Tag Team mit Super Saiyan 3 Broly als Leader. Broly selbst kam ja in Global, war es unglücklich. Er kam halt nach dem schon Kategorie in Ingame waren, kam er erst raus. Deswegen kann ich da bei ihm einerseits verstehen, dass viele für ihn vielleicht nicht gepullt haben. Kein Muss war ihn für ihn zu pullen, weil es eben schon Kategorien gab etc. Beziehungsweise die Leute selbst vielleicht denken, er selbst ist gar nicht so gut. Aber schauen wir uns den Dude mal an der Stelle erstmal an. Und zwar gibt er den Extreme Tech Charakteren Ki plus 3 auf jeden Attribut 120% oder Super Tech Types Ki plus 1 HP und Def 50%. Seine Ulti macht an der Stelle immens Damage und verringert die Verteidigung stark des Gegners. Seine Passive. Bei seiner Passive kann ich verstehen, warum da manche denken, dass er vielleicht gar nicht mal so dolle ist. Und viele haben bei ihm gedacht, bzw. gehofft, dass er einen Buff bekommt, wenn er zu Global kommt. Ja, ich habe immer davon abgesehen, weil ich habe jetzt keinen Grund dafür gefunden, warum man ihn buffen sollte. Denn, was ist denn seine Passive? Attack plus 100% hat er immer fix. Und für jeden Orb, egal welcher Typus, den er einsammelt, bekommt er zusätzlich 12% auf seinen Angriff, aber verliert 10% Verteidigung. Das ist eben die Sache. Manche haben sich gewünscht, dass der Verteidigungsverlust geringer ausfällt oder der Boost besser wird. Eigentlich nehme ich das so hin, das ist typisch Broly. Broly, viele Broly-Karten, sei es LL Broly oder Strength Broly, die quasi, bei denen ist immer so, dass sie voll Angriff machen, beziehungsweise voll auf Angriff, voll auf Attackieren gehen und dafür dann ihre Verteidigung einbüßen. Selbes gilt für LL Broly oder Strength Broly. Der Strength Broly, den hat man dann quasi gerettet nach seinem Extreme Z Awakening. Aber das ist so ein typisch Broly-like, also ich finde es nicht schlimm, man muss ja quasi schon auf jeden Fall darauf achten, wo man den Dude hinsetzt, aber das werden wir gleich sehen, damit man eben wenig Schaden bekommt. Genau, links ist Saiyan Lineage, Berserker, Prepared for Battle, Super Saiyan Nightmare, Limit Breaking Form, Fierce Battle. Gott sei Dank sind seine Link-Skills in seinem Extreme Tag Team, auch wenn er ein Saiyan ist, Gott sei Dank irgendwie noch gut, weil vor allem er Nightmare hat. Er hat Nightmare bekommen, 10% auf seinen Angriff und das haben wirklich sehr viele Charaktere der Extreme Tech Units. Schauen wir uns das Team aber mal selbst an. So sieht mein Team aus. Ganz klar haben wir in der Rotation hier an der Stelle Broly zusammen mit Messane. Sie teilen sich 4 Link-Skills an der Stelle. Messane auch eine super Unit, sollte man nicht unterschätzen. Macht ebenso immense Damage, verhindert Angriff und Verteidigung des Gegners. Wenn er quasi gegen 2 oder weniger Gegner kämpft, bekommt er 50.000 auf seinen Angriff und 20.000 auf die Verteidigung. Mit Broly teilt er an der Stelle, wie gesagt, 4 Link-Skills. Saiyan Lineage gehört dazu. Prepared for Battle, sehr wichtig für die Key. Fierce Battle und Berserker. Wenn die HP 50% oder drunter sind, kriegen sie 20% auf den Angriff. Die andere Rotation, ganz klar, hatten wir Fusion Zamasu und LR Goku Black und Rosé. Die Jungs, die teilen sich 5 Links, jetzt muss ich nicht drüber reden, die lassen auf jeden Fall eine Rotation. Deswegen, da ich so quasi schon 2 Rotationen fix habe, nehme ich noch 2 Supporter mit. Zum einen haben wir Demon King Piccolo aus dem World Tournament Banner. Er gibt Extreme Class Units Key plus 3 auf Attack 25%, hat auch Nightmare an der Stelle. Und Super 17 haben wir an der Stelle auch noch mit am Start, denn Super 17, das ist der SR Hellfighter, den ihr quasi aus dem Banner ziehen könnt, ihn erwecken könnt mit den Super 17 Medaillen. Er ist ein Orb-Changer und deswegen habe ich ihn mitgenommen für Broly, weil er gibt noch wandelt Strength Orb in Tech Orbs um. Ist aber nicht einziger Grund, dieser Dude, der linkt sich verdammt nochmal sehr, sehr gut in dem ganzen Team. Vor allem mit Fusion Zamasu teilt er sich 5 ganze Link-Skills und mit LR Goku Black und Rosé 4. Warum so viele? Er nimmt mit 4 in Fate, Fuse Fighter für Fusion Zamasu, Nightmare, Big Bad Bosses und 4 Battle. An der Stelle, das sind quasi die Monster, das ist mein Extreme Tag Team. Natürlich haben wir auch LR mit am Start, also ihr könnt das Team auch anders gestalten. Wenn ihr kein LR habt, natürlich könnt ihr mit reinnehmen Golden Freezer. Golden Freezer linkt sich nicht so dolle in den Team, macht aber seinen Job ganz, ganz gut als Tank. Oder dieser Tarzi aus dem World Tournament ist auch sehr solide. High Chance to Sun, versorgt sich selbst mit Ki und Angriff für 7 Runden. Wir hätten noch Free-to-Play-Supporter an der Stelle mit Gohan, Baby Obsessed und so weiter und so fort. Könnt ihr mal gerne reingucken in die Extreme-Tech-Charakterliste. Aber da gibt es auf jeden Fall noch Auswahl. Wie gesagt, mein Team sieht folgendermaßen aus. Die Monster des Extreme-Tech-Teams. Deswegen würde ich sagen, wir verlieren nicht viel weiter Zeit. Hoppen auf eine Stage und randalieren dann mal eine Runde. Gut, und dann sind wir auf der Stage vom Super Saiyan 4 Vegeta. Und ja, ich sag mal so, wir haben hier 300.000 HP, knapp 290.000 an der Stelle. Shoutout, by the way, an den Friend, Super Saiyan 3 Broly, ist von Asa, die lieben Dank dafür. Und zwar
das ihm Square zur Verfügung gestellt hat. Unser Boy Azeri, jeder kennt den. Broly an Dash hat schon sehr, sehr viel Ki eingefarmt. Jetzt sehen wir mal kurz den Unterschied. Mein Broly quasi hat jetzt 266.000 Angriff. 266.000 Angriff. Azeri seiner, wir haben noch keine Ki eingesammelt, 132.000. Aber Verteidigung, ihr merkt schon. Nur 8.000 Verteidigung. Man muss schon auf jeden Fall aufpassen, wo man Broly hinstellt. So ist es nicht. Dennoch wird er... wenn er ihn one-shottet, dann bekommt er quasi gar keinen Schaden. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen werden wir das Ganze mal betrachten. 1,4 Millionen hier schon mal an der Stelle. Und wie sieht das Ganze aus, wenn er jetzt... Wenn er crittet, wäre es nice. Ja, braucht er gar nicht. One-Shot. Merkt ihr, was ich meine? Broly wirklich, wenn er sehr gut Ki einsammelt, auch so an sich... Er hat wirklich sehr viel Potenzial, er haut wirklich fast alles zur Seite, also Broly ist sehr, sehr geil. Folgendes werde ich machen, ich werde das Ganze so halten, weil ich will ja Mass Sale mit Broly in eine Rotation bringen. Ich denke aber, um ehrlich zu sein, vielleicht werden wir das Event hier sehr, sehr schnell schaffen. Wenn wir es schnell schaffen, wenn wir schnell durchkommen mit dem Team, weil es einfach Monster sind, dann würde ich noch einen draufsetzen eventuell und noch eine Stage machen. Aber es kommt ganz darauf an, wie wir uns, ja, wie wir weiterkommen, aber ich denke, wir sollten das auf jeden Fall schaffen, solide an der Stelle. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu hier seid, wir sind wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. 9000 haben wir letztens erst geknackt. Wir sind auf dem Weg zu den 10.000 Abonnenten. Würde mich freuen, wenn ihr ja quasi mich unterstützen wollt, wenn ihr das Ganze quasi, ja, unterstützen wollt. Beziehungsweise bin ich einfach dankbar dafür, ja, für euren richtig netten und geilen Support an der Stelle. Vielen lieben Dank dafür. So, Mersane auch. Boom! Mersane sollte man auch nicht unterschätzen. Also wirklich, der ist auch wirklich eine Bombe. Wir haben jetzt noch gegen Strength und dann gehen wir gegen Agility. Okay, ja, also ich denke, das schaffen wir sehr, sehr schnell. Okay, das ist hier ein bisschen jetzt nicht so dolle. Aber zum Beispiel, was ich meine ist, wir müssen halt einfach aufpassen, wo wir Broly hinsetzen. Fusion Master würde ich an der Stelle hier lassen. Wenn wir mit Broly viel Ki bekommen, wissen wir für die Verteidigung. Fusion Master hat jetzt 20.000. Wenn wir mit Broly mal die Anzahl an Ki hier einsammeln, dann sehen wir schon, okay, GG, 11.000. Also wir sehen schon, er hat wegen Nick Angriff, so hat Piccolo mehr? Ja, sogar Piccolo hat 16.000. Deswegen müsst ihr quasi darauf achten, müsst ihr schon auf jeden Fall darauf achten, wo ihr Broly hinstellt. Aber wenn ihr darauf achtet, dann solltet ihr nicht allzu viele Probleme haben, sage ich mal. Ja, auch wenn Broly da viel Verteidigung einbüßen muss, dennoch, ich will nicht sagen, tankt er gut in seinem eigenen Leader-Skill, bekommt er schon auf jeden Fall Schaden, aber in einem Super Saiyan 3 Team zum Beispiel, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, weil er 170% bekommt auf Angriff und Verteidigung an der Stelle. Genau, so. Und zwar 86.000, okay, also Broly wird auf jeden Fall mehr bekommen. 1,5 Millionen. Der Dude, der will einfach alles zur Seite klatschen. Das ist halt das mit Broly. Boom, fertig. Immer wenn Broly angegriffen hat, One-Shot bis jetzt. Also wirklich, muss ich nichts erzählen, ihr seht es ja selbst. Natürlich, gerade eben war der Gegner schon ein bisschen geschwächt. Aber ey. Gut, und zwar, Super 17 hier an der Stelle. Wäre jetzt besser mit Rosé. Ja, ihr seht schon, Super 17, warum? Weil er Big Bad Bosses hat. Big Bad Boss nimmt er an der Stelle mit. Unser Boy Super 17. Also die Karte ist wirklich sehr solide. Sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Wir machen das Ganze mal so. Und zwar... Wir haben Typenvorteil. Ich heal mich nicht. Wisst ihr warum? Ich gehe full out. Wir gehen volles Haus. Volles Karacho. 300.000. Also Brolys Angriff wird richtig wehtun jetzt. Es sei denn, L.A. Rosé nimmt den schon auseinander. By the way, mein L.A. Rosé, das ist mein erster L.A. mit einem Dupe. Ich habe legit damals auf dem Japan-Day im letzten Tag einen Sing-Sum rausgehauen und ihn gezogen. Auf Twitter gepostet. Das war geil. Unten rechts geöffnet auf Crit gegangen bei ihm. 1,5 Millionen. Additional Ulti. Ja, Broly kommt schon gar nicht mehr zu Zuge. Broly kommt gar nicht mehr zu Zuge, wie es hier aussieht. GG. Eine Stage machen wir noch. Nun sind wir auf der Stage von Physisch Super Vegito. Und da bin ich auch drauf gespannt. Ich denke, das wird sogar ein bisschen länger dauern, aber macht nichts. Hier, by the way, Shoutout an Alex für die Zurverfügungstellung von seinem Brokkoli. Er war eine Friendlist. Ich war wirklich dankbar dafür, dass ich einen Broly gefunden habe, weil die findet man halt echt selten. Ja. Aber wenn ihr die Charaktere habt, dann seht ihr es. Nutzt sie. Nutzt sie. Die Charaktere, vor allem Broly, sind wirklich an sich sehr, sehr gut. Natürlich, ich habe hier einen fetten Bonus, dass ich L.A. Rosé habe, aber vertraut mir, selbst ohne L.A. Rosé ist dieses Team sehr, sehr gut, weil die Damage-Quelle in diesem Team ist quasi Broly. Auch natürlich Rosé, aber ich meine, wenn ihr Rosé nicht habt, habt ihr Broly. Oder Fusion Zamasu. Im Endeffekt, was ich euch damit sagen will, in diesem Underrated-Video, in dem Format, was euch zu Herzen legen will, ist, wenn ihr diese Charaktere habt, dann nutzt sie. Ich weiß, es ist leider schwer zu finden. Charaktere sind leider schwer zu finden in der Friendlist, weil halt niemand wenige für sie sammeln, wenn sie sie haben, selbst dann nicht nutzen vielleicht.
Aber deswegen will ich euch Batman näher bringen. Halt, wenn ihr, wenn ich habe quasi schon mein Ziel erreicht, wenn ihr quasi einer da sitzt und das ansieht und sagt und Broly hat und sagt, ey, was? So gut sind die? Okay, ich werde Broly nutzen auf jeden Fall. Dann ist auf jeden Fall schon für mich gelohnt. Genau, es gibt aber noch quasi, ich habe ja auch damals eine Osaru-Meter gestartet, denen, die das nicht kennen, um es kurz zu fassen. Vor den Kategorien war es ja immer so, dass eben die Extreme-Leader von den 120% Leadern kaum benutzt wurden. Da bin ich immer hergegangen, habe dann quasi als Friend einen Hero genommen, beispielsweise wenn ich es mal auf Tech abbetrachten, heißt Super Saiyan 3 Angel Goku habe ich als Friend genommen, als mein eigener Leader habe ich Super Saiyan 3 Broly genommen, da habe ich in das Team drei Super Tech Charaktere genommen und mein Team und drei Extreme Tech Charaktere, die sich sehr gut linken und synergieren. Im Endeffekt haben sie bekommen durch die beiden Leader Skills Key plus 4 auf 4 Attribute 170%, ist natürlich nicht zu vergleichen mit 240%, aber das hat funktioniert und das war quasi eine Alternative dazu, wie quasi zu den OP-Liedern, ja, dass wenn man die eigenen Lieder nicht hat, hat man quasi Alternative. Das war quasi Osaru-Meter, könnt euch die Videos mal gerne ansehen. Aber da fehlen noch zwei Teams. Ich glaube, eines ist Tech und das andere ist physisch, heißt, die will ich auf jeden Fall, ihr habt mich da letztens im Stream dran erinnert, die will ich auf jeden Fall noch raushauen die Tage. Und dann, ja, könnt ihr das auch sehen, quasi an der Stelle. Okay, ja, jetzt sind wir schon, Fierce Battle, der Link's in Fierce Battle macht hier vermehrt Schaden. Das werden wir sowas von ausnutzen, da werde ich keinen Halt machen, auch wenn wir gegen Super Videos hier kämpfen. Wir wollen auf jeden Fall hier zur Seite hauen. Aber ich habe meine Rotation fast gar nicht hinbekommen. Ich glaube, Fusion Zamasu und Rose hatten wir in einer Rotation. Ich weiß nicht, aber Messane und Ding hatten wir, glaube ich, nicht. Broly. Ja, das Team ist halt so krass unterwegs, dass es nicht mal zulässt, die Rotation zu bilden. Weil auch wenn sie außerhalb der Rotation sind, machen sie verdammt nochmal sehr viel Schaden, wie ihr seht. Ist auf jeden Fall geil, das Team. Das ist auf jeden Fall geil. Okay, das wird sehr, sehr wehtun. Das wird sehr wehtun. Wie viel Leben haben wir denn noch? Weil Piccolo bekommt nur noch einen Angriff. Alright, schauen wir mal. Es sei denn, Brokkoli haut hier irgendwas Krasses raus. Ein Crit oder sowas. Was? Also sein Angriff wird verstärkt durch Fierce Battle, weil Fierce Battle ist ja, dagegen ist ja Super Vegito anfällig. Aber was war das bitte? Like legit, was für nette, schöne Orbs für LR Goku Blackere. Nicere. Ja, krass. Also, wow. Was war das gerade? Was war das gerade? Wir heben es natürlich an der Stelle, um nochmal sicher zu gehen, weil er macht natürlich auch Schaden. Aber wir bekommen nicht mal unsere Rotationen hin. Wir bekommen nicht mal unsere Rotationen hin, aber müssen wir an der Stelle auch mehr oder weniger nicht. Also wirklich, ihr seht schon, die Dudes machen trotzdem ihre Ultis, machen trotzdem Schaden. Ich weiß halt echt nicht, ob wir die Rotation hatten, Broly, Messane oder Rose und Fusion Zamasu, aber ihr könnt euch vorstellen, dass sie dann noch mehr eskalieren an der Stelle. Naja, jetzt bin ich echt gespannt auf LR Rose, weil der hat hier wirklich sehr, sehr gute Linkskits parat. 2,4 Millionen Angriff. Mit einem Crit wird das verdammt nochmal wehtun. One Shot! Ladies and Gentlemen, so viel zu dem Extreme Tech Team und ihren Monstern. Es sind wirklich Monster. 4,5 Millionen mit dem Crit wurde natürlich verstärkt durch Fierce Battle, will ich euch nicht erzählen. Aber ich hoffe, ich kann es eben euch näher bringen. Underrated, unterschätzt auf jeden Fall solche Teams nicht. Vor allem nicht Broly, wenn ihr Broly habt und Friendless einen sieht, nehmt ihn mit und eskaliert mit ihm. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.